Hey, what's up, guys? Wie geht es euch? Heute zu einer neuen Folge. Let's talk about Ted's Baby. Let's talk about Ted's Baby. Richtig nice. Ich habe heute meinen Geschäftspartner Silas mit am Start. Wie geht's dir, Digga? War super. Wunderbar. Turbulentes Jahr. Wir schauen uns heute mit Silas seine Top 5 Tattoos aus dem Jahr 2020 an. Und es sind geile Tattoos entstanden dieses Jahr, aber es war auch ein sehr verrücktes Jahr. Aktuell befinden wir uns im zweiten Lockdown, dem sogenannten Lockdown Light. Alle Tattoo-Studios, bis auf ein paar Bundesländer, sind geschlossen aktuell. Was machst du gerade, Digga? Kümmere mich um die Karte, besuche meinen Hund. Warten, bis es endlich besser wird. Du designst bestimmt auch ziemlich viel gerade, oder? Ja, also in Sachen Kalligrafie ist es ja so, dass man es wie so einen Zen-Garten benutzt. Ne? Also wenn andere mit ihrem Rechen da durch so einen kleinen Sandwald gehen, sitze ich da und eben schreibe eben mit der Feder. Das ist so ein bisschen wie Entspannung, ja, und dafür gehen viele Blätter drauf. Ja, ich versuche gerade ein bisschen mehr umzusteigen aufs iPad, damit nicht so viele Blätter drauf gehen und ich was für die Umwelt tue. Aber das ist, im Moment ist es schon ein bisschen was anderes als das normale Geschäft. Ja. Du bist ja komplett spezialisiert auf Lettering, auf Kalligrafie, auf verschiedene Arten von Lettering. Ja. Und erzähl mal ein bisschen dazu. Letzten Endes ist es ja so, dass, wie du gerade gesagt hast, es sind verschiedene Arten von Lettering, aber irgendwie wird eben dieses typische Handkalligrafie, die Handschrift von mir gebucht. Das ist dann letztendlich von der Vorbereitung etwas, was sehr simpel und sehr schnell geht. Da habe ich dann nicht so viel im Vorfeld zu machen. Es gibt aber auch natürlich andere Schriftarten, die ich mache, die natürlich dann sehr viel länger dauern, wenn man die vorbereitet. Ja, also wenn es wirklich darum geht, dass man Buchstaben designt, also im großen Stil, also Plakatbuchstaben quasi, sowas, was wir früher in den 20er Jahren gemacht haben, in den 30er Jahren gemacht haben. Sowas dauert natürlich ewig und 3 Tage, wenn man sowas machen möchte. Da sitzt man dann schon mal eben seine 20 Stunden. Während jetzt die normale Handschrift, diese typische Handwriting Calligraphy, das sind Sekunden, das geht schnell. Lass uns mal direkt einen Blick in deine ausgewählte Top 5 nehmen, bevor wir da drauf schauen. Unter welchen, hast du irgendwelche Kriterien gehabt, unter denen du das ausgesucht hast, oder war das einfach das, was dir... Ich habe letztendlich die Bilder so ausgewählt, dass ich gesagt habe, so hey, mir gefallen die Placements, mir hat einfach auch insgesamt gefallen, wie die Termine abgelaufen sind, ne? dass die Leute einfach sehr entspannt waren, auch unkonventionell arbeiten zu lassen. Das war schon so ein bisschen Hauptaugenmerk, das automatisch dann so eben bei mir ablief, bei dieser Auswahl der Bilder. Ja, cool. Wir haben hier gerade als erstes Liebe, Wunder, Magie auf, also unter dem Hals, direkt auf der Brust, Mitte. Ich finde es ein unglaublich starkes Placement, vor allem, weil wenn du jetzt einen Ausschnitt anhast oder irgendwie ein Poloshirt oder so, hat das eine sehr geile Wirkung. Tatsächlich muss ich da erstmal, um das auch schön darzustellen, ein T-Shirt von uns holen und ein bisschen einschneiden und einreißen, sodass man eben das auch so... Gute T-Shirt, kurz zur Info. Die sind never for sale, die sind limited as fuck. So ist es. Zerschneidest es. Ja, das war es mir wert. Das hat sein müssen. Nein, also es ist letztendlich, war das eine Gasttätowiererin von uns, die ich sehr schätze. Eine sehr, sehr angenehme Person, liebe Person. Solche Leute haben wir natürlich immer gern zu Gast. Mit letztendlich einer schönen Message, so Liebe, Wunder und Magie. Das ist so ihre Religion, hat sie gesagt. Daran glaubt sie, an Liebe, Wunder und Magie. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Also sie hat ganz ohne schnulzig zu wirken, das so rausgehauen, das ist sie, das ist ihre Grundeinstellung. Und man hat überlegt, wo es hin soll. Und bei meiner Schrift ist es oftmals so, dass die alleine für sich am entspanntesten steht. Das heißt, optisch positiv aufs Auge wirkt, wenn man da drauf schaut. Natürlich kann man meine Schrift auch irgendwo unterbringen, zwischen verschiedenen Tattoos, auch als Lückenfüller natürlich. Aber davon sind wir bei ihr abgekommen und haben dann ein bisschen rumprobiert und es war eine wirklich schöne Stelle. Und dadurch, dass es ihr Inneres ist und das ist, woran sie glaubt, ist es als Placement für eine Stelle
wo viele Menschen behaupten, da sitzt die Seele, eine schöne Stelle gewesen. Nice, sehr, sehr cool. Also ich feiere es extrem, ich mag es sehr. Das nächste sind wahrscheinlich, also Marek, Kasia und Nathalie, die Namen ihrer Kinder oder Familie? Nee, Familie. Also soweit ich weiß, war das einmal die Mama, der Papa und die Schwester. Und das sind polnische Namen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aha. Und auch sie hatte eine völlig andere Grundeinstellung, wo das hin sollte. Und wir haben dadurch dann, dass wir einfach rumprobiert haben, eine wirklich schöne Stelle gefunden. Also eine Stelle, die letztendlich verdeckt sein kann, aber die, wenn man jetzt eben im Sommer was Trägerloses trägt, auch gut sichtbar ist. Und es macht was her, weil es nicht so typische Stellen sind. Also man darf das nicht falsch verstehen. Typische Stellen sind teilweise natürlich auch trotzdem was sehr Schönes. Es kommt ja auch immer darauf an, wie das Design nachher aussieht. Aber wenn man es irgendwie schafft, was komplett Individuelles erschaffen zu haben für Kunden und dann auch noch Körperstellen als Placement raussucht, die eben untypisch sind oder nicht ganz so oft gesehen sind, dann hat man nachher wirklich schöne Ergebnisse. Weißt du noch, ob das ihr erstes Tattoo war? Ich meine, es war ihr erstes Tattoo tatsächlich, ja. Und sie war auch relativ locker. Also sie kam zu uns, weil sie jetzt einfach unbedingt diese Schriftart wollte und weil sie eben wusste, das ist was Individuelles. Sie sagt natürlich klar, sie hat jahrelang da im Internet gesucht nach Schriftarten und die gibt es natürlich, sind dann Fonts, wo sich jeder raussuchen kann und die sind ja jetzt nicht grundsätzlich irgendwie schlecht. Aber wenn man sagt, ich möchte es als Tattoo haben und ich möchte etwas haben, das wirklich allein eigens für mich gemacht wurde, dann fährt man damit ganz gut. Mit der Vorstellung kam sie zu uns, wusste eben, wie meine Schrift aussieht, die wollte sie haben und hat mir auch ziemlich vertraut, was das Placement angeht. Also sie war sehr, sehr offen und das ist, man kann es nicht oft genug sagen, immer wieder der Punkt, wo man einfach sehen kann, wenn Kunden bereit sind, einen Künstler wirklich arbeiten zu lassen und wenn die sagen so, hey, mach mal, wie du denkst und ich schaue es mir erstmal an, aber ich bin erstmal offen für alles, das ist der richtige Weg. Stark, Digga. Nee, ich finde, also ich mag das Placement auch sehr. Wenn du sonst wenig Tattoos hast, wie du vorher schon gesagt hast, das hat jetzt alleinstehend die gute Luft dazu. Ich finde es wunderschön. Wenn wir jetzt auf das nächste schauen, das Home. Es ist ein super simples Tattoo. Ich bin mega Fan von simplen Sachen. Mhm. Ich finde, es ist ein geiles Wort, ein sehr emotionales Wort, das sofort irgendwie eine schöne Assoziation hat. Und dieses Placement auf dem Handgelenk außen, leicht auf die Hand gehen, mit dem Flow, der schön das Ganze komplementiert. Ich find's mega. Wie bist du darauf gekommen? Also ich wollte ganz gerne hier mal wirklich eine Brücke schaffen, einfach zwischen zwei Körperstellen. Wir haben einmal den Arm, also Unterarm, Handgelenk, Hand. Ja, und ich wollte irgendwie auch mal wieder zwei Flächen miteinander verbinden und das ist in dem Fall ganz gut gelungen, weil wir auch schräg angesetzt natürlich irgendwie optisch eine schöne Geschichte einfach zur Anatomie allgemein geschaffen haben und eben ja zwei Körperstellen verbinden konnten und wir haben es an mehreren Stellen ausprobiert und das hat natürlich dann gewonnen, es war dann am besten. Mega. Du probierst dann auch viel rum, dass du sagst, okay, wir checken mal verschiedene Stellen aus und dann suchen sich die Leute ihren Favorite aus oder wie läuft genau, das ab? Genau, also letztendlich, das ist jetzt auch ein Gast-Tätowierer von uns ja gewesen, das war der Luca Arangia, der war auch für alles offen, aber das ist natürlich als Tätowierer meist einfacher, dann offen zu sein, einem Kollegen gegenüber und einfach sagt so, hey, das ist dein Style, das ist dein Ding, sag du mir, wo du es bei mir siehst. Ja, das ist natürlich dann der Jackpot. Ja, da ist es oft so, dass bei Kunden das Ganze ein bisschen schwieriger ist, weil einige Kunden einfach natürlich das nicht als Tagesgeschäft und Routine kennen, die dann irgendwie ein bisschen mehr Hummel im Hintern haben und Sorge haben, das könnte vielleicht nachher anders sein, als sie wollten oder nachher mögen sie es nicht mehr. Das hast du bei einem Tätowierer-Kollegen nicht. Da sind die eigentlich relativ entspannt, meistens zumindest. Jetzt kommen wir langsam ins Finale. Aber wir haben ja jetzt auch nicht eine feste Reihenfolge. Ne? Das ist jetzt nicht nach Favorite sortiert, sondern einfach deine Top 5 durchgemischt. Und beim nächsten Mindfulness, Breath und Focus haben wir wieder diese besondere Stelle auf der Schulter. Ich finde diesen Flow auch unglaublich stark. Ja, also der Kunde, das war eine mittelschwere Sensation. Super netter Typ. Der hatte aber eine Anfrage gestellt für was völlig anderes. Der wollte irgendwie einen blauen Kreis
Also irgendwas Rundes in blauer Farbe gefüllt, sehr grafisch dargestellt und dann irgendwie so eine Art Welle mit dabei, also dass irgendwas das Wasser symbolisiert. Ja, und der kam dann zum Termin. Ich hatte ihn dann gefragt, du, was hat denn das für dich zu bedeuten, dieser blaue Kreis und deine Wassersymbolik und so weiter. Und dann hat er mir die drei Wörter gesagt. Dann habe ich zu ihm gesagt, sag mal, wollen wir nicht einmal was mit Schrift probieren? Ich meine, ich mache dir gerne auch so einen Kreis mit Farbe und mit einer Symbolkraft für Wasser oder warum auch immer das so ist. Aber lass uns doch mal sowas probieren. Ne? Und er war absolut offen dafür. Wir haben das dann designt. Er hat zugeschaut, er war total hin und weg. Oftmals ist es so, dass wenn die Leute sehen, wie man schreibt und dass es für sie entsteht in dem Moment, das ist natürlich was wirklich auch Besonderes. Und die Körperstelle, die ist bei ihm, glaube ich, sogar relativ die gewesen, die er eigentlich auch haben wollte. Nur war es dann am Ende halt was völlig anderes. Also er ist dann halt mit Schrift rausgelaufen. So passiert es dann halt doch, wenn man bei mir ist. Ja, super geil geworden, er liebt es. Sein kleiner Bruder kam dann irgendwie zum Tätowieren, der hat dann auf beiden Seiten auf dem Arm auch Schrift von mir bekommen. Läuft. Nice. Kommen wir schon zum letzten Tattoo, zu dem Piece hier, dieses Empathy und Sympathy in dem Zusammenspiel zusammen. Ich find's mindblowing, ich find's mega. Da musst du uns jetzt bitte die komplette Story dahinter erzählen. Also, zuallererst einmal eine sehr geschätzte Kollegin aus New York, das ist Ginkus. Und die war letztes Jahr im Dezember bei uns und war da zu Gast. Und sie hatte mich tatsächlich auch direkt darauf angesprochen, sie hätte so gerne Schrift von mir. Auch eine sehr aufmerksame Person, liebe Person. Wir haben dann letztendlich ein paar Sachen ausprobiert und sie kam selbst auf die Idee, ob wir ein Wort eben richtig rumschreiben und das andere Wort eben umgekehrt. Und da kam dann direkt sowas raus. Also letztendlich eine coole Idee gewesen, die wir von der Umsetzung her so hinbekommen haben, dass es, wenn man es dann als Bild anschaut, ne? Also man darf ja nicht immer nur lesen, sondern es geht ja auch um den Bildwert dieser Sachen, hat es einfach super gut ausgesehen und war ganz klar an dieser Stelle dann wahrscheinlich so bestens platziert, ausprobiert, gestochen, passt. Ja. Mega. Digga, alles unglaublich geile Tattoos. Ich habe auch schon richtig Bock auf mein nächstes Lettering-Tattoo. Ja, ich weiß, du wartest schon eine Weile. aber du willst ja wieder andere Schrift. Ne? Das ist dann eben auch eine Art Kalligrafie, aber doch schon eher Fraktur, was du bekommst, was in der Vorbereitung natürlich auch ein bisschen länger dauert. Was erklärt, warum du es noch nicht hast? Wir sind gespannt. Sobald ich es auf jeden Fall kriege, ihr werdet es mitbekommen. Ich glaube, wir machen das bestimmt irgendwie live auf einer unserer Plattformen. Wir machen das nochmal auf YouTube hier etc. Damit ihr es aber nicht verpasst, was müssen die Leute machen? Uns auf YouTube abonnieren. Auf Instagram folgen. Folgt auch silas.bags auf Instagram. Das ist natürlich schön, ja. Ja, folgt Mami, I'm sorry. Und ganz neues Ding. Wir streamen auf Twitch. Followt uns auf Twitch und ihr verpasst gar nichts mehr. Nix. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao.